Ja. Hallo Helmut, ich übergebe jetzt mal zu unserer siebten Veranstaltung zum Radio Krieg und Frieden. Helmut Kess hat das Ganze hier seinerzeit ins Leben gerufen, wofür wir ihn natürlich danken. Und er wird jetzt auch übernehmen heute. Also heute zum siebten Samstag hintereinander hier Kundgebung zur Frage Krieg und Frieden. Helmut, was ist noch? Ich habe nichts Sonderliches vorbereitet, also wir wollen uns hier über unsere Regierung beschweren, über unsere Regierungen beschweren, die alle eigentlich einen ziemlich schlechten Job machen und wir, die unser aller Leben gefährden, die alle das Völkerrecht brechen. Also von daher müssen wir sozusagen, wir müssen uns da beschweren und wir versuchen ein besseres Bild zu malen, wie die Welt funktionieren kann und ja, wie es weitergehen kann. Also von daher möchte ich jetzt aufrufen, vielleicht irgendjemand, der... Ah, die Mal-MP-Brite ist noch nicht bereit. Wer ist jetzt bereit, um was zu sagen? Könnte irgendwie eine... Ja, gut, dann kann der Michael mal anfangen. Hallo, mein Name ist Michael Kölisch. Ich möchte heute mich auch nochmal wieder zu Wort melden. Wir steuern ja leider mit Volldampf auf die nächsten Ressourcenkriege zu, wie man sehen kann. Und ich finde, man kann gar nicht oft genug sagen, tut mir leid, ich sage das natürlich jedes Mal, aber man kann gar nicht oft genug erwähnen, wie unsymmetrisch, wie ungleich das Kräfteverhältnis in der Welt aufgeteilt ist. Wir sollen ja unsere Rüstungsausgaben erhöhen, weil wir offenbar mit dem Rücken an der Wand stehen und von den bösen Schergen aus dem Osten bedroht werden. Wenn man da mal genau hinguckt, dann muss man sehen, dass Russland 60 Milliarden Dollar für seine Rüstung ausgegeben hat im letzten Jahr. Das bedeutet, es ist natürlich immer noch viel zu viel. Aber die NATO gibt insgesamt 910 Milliarden Dollar für die Rüstung aus. Nun kann man natürlich sich vorstellen, für 900 Milliarden kriegt man ordentlich viel mehr Raketen und Kriegskram als für 60 Milliarden. Und es ist irgendwie gar nicht einzusehen, weshalb wir jetzt doppelt so viel für unsere Rüstung ausgeben sollen als bisher. Deutschland gibt bisher so um die 30 Milliarden aus, soll auf 2% des BIPs hochgedreht werden. Also 60 Milliarden sollen wir in Zukunft ausgeben, genauso viel wie das riesige Russland, weil wir mit unseren 910 Milliarden offenbar immer noch nicht gegen deren 60 Milliarden ankommen. Das ist doch Hanebüchen. Das ist ja völlig falsch. Zumal hier die Infrastruktur zusammenbricht, die Schulen vermodern. Für das Geld gibt es, glaube ich, bessere Anwendungsmöglichkeiten. Also nochmal, zum sich auf der Zunge zergehen lassen, 910 Milliarden NATO gegen 60 Milliarden Russland. Und wir sollen noch mehr ausgeben in Zukunft. Das kann nicht richtig sein. Ja, ich probiere es auch mal. Also ich bin Marc Levermann und wollte ein paar grundsätzliche Überlegungen treffen zu unseren Gedanken, also wie wir unsere Gedanken bilden in dieser Gesellschaft. Und zwar hat der amerikanische Philosoph Emerson mal was gemacht. Es gibt ja im Bereich der Physik gibt's die Schwerkraft. Die Schwerkraft ist ein universelles Gesetz, also die Körper streben nach der geringsten potenziellen Energie, also fallen nach unten. Letztendlich, und er hat gesagt, im Bereich der Soziologie gibt es etwas Vergleichbares, das ist die Wahrheit. Ja? Quasi alle unsere Gedanken oder ja, unsere Ausrichtung, die strebt im Grunde nach der Wahrheit. Ja? So, und was hindert uns daran, die Wahrheit zu erkennen? Das sind natürlich Lügen. Nicht? Und ähnlich wie die Planeten sich um die Sonne drehen, kann man eben aus einem Gebäude von Lügen und Propaganda quasi Dinge im Raum der Wahrheit, im Raum der Soziologie zum Schweben bringen. Ja? Das heißt, unsere Gedanken drehen sich in diese Orbits und kommen einfach nicht quasi auf den Boden der Tatsachen.
Und jetzt kann man Gesellschaften beginnen zu bewerten, nach dem Grad der Wahrheit. Also dazu vielleicht noch etwas, diese Lügen, die kann man sozusagen auch auffassen als etwas Dämonisches. Also eine Lüge stellt einen Dämon in den Raum und dieser Dämon hält uns davon ab, sozusagen das Richtige zu tun. Weil wenn uns zum Beispiel gesagt wird, Putin sei böse oder andere Dinge, dann stehen die im Raum und wenn man dann darüber nachdenken muss, wer ist jetzt schuld an einer gewissen Sache oder so, dann greift dann immer dieser Dämon, ja, und hält einen davon ab. Im Mittelalter war zum Beispiel die Gesellschaft relativ weit, was dieses Dämonische angeht. Da hat man die Dinge versinnbildlicht, da hat man in den Kirchen Bilder gehabt von diesen Dingen, also man wusste um die Dämonen. Und wenn man jetzt die Gesellschaften untereinander bewertet, kann man das über den Dämonisierungsgrad machen. Das heißt, man kann mal gucken, wie es in unserer Gesellschaft bestellt ist. Und ich denke, dass wir in so hohen Orbits fliegen momentan, was unsere Selbstwahrnehmung angeht, ja, wie wir aufgestellt sind gegenüber anderen Gesellschaften, also unsere Überlegenheit im Bereich zum Beispiel gegenüber Moslems oder auch oder anderen Gesellschaften, die es so gibt, Indianern oder anderen Urvölkern. Also unsere Überlegenheit scheint grenzenlos zu sein, weil der Dämonisierungsgrad in unserer Gesellschaft so hoch ist. Ja? Weil wir halt in so hohen Orbits fliegen. Und darüber müssen wir vielleicht alle mal nachdenken. Und dann lässt sich auch zum Beispiel der Konflikt zwischen Palästina und Israel eben verstehen, nicht? Weil eben beide Gesellschaften natürlich sozusagen ein wenig von Dämonen besessen sind, was die Sicht auf die anderen angeht. Und letztendlich müssen wir der Wahrheit entgegenstreben. Das ist das, was unsere Aufgabe ist. Und dafür müssen wir ja alle kämpfen. Und wir versuchen hier ein bisschen Aufklärung zu machen. Und das machen die anderen Kollegen viel besser als ich. Und dafür danke ich Ihnen auch. Ja. Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mein Name ist Brigitte Kornstein-Gülde. Viele kennen mich, viele noch nicht. Ich wohne hier in Braunschweig, in der Nähe des Gefängnisses. Aber ich muss da ja nicht rein. Aber die Mauer schützt mich dort vor Wind. Heute haben wir wieder strahlend blauen Himmel. Und immer wenn wir strahlend blauen Himmel und Sonne haben, werde ich an Hiroshima erinnert. An den ersten Atombombenabwurf, vor jetzt über 70 Jahren. Weil wir laufen hier rum, wir gehen shoppen, wir genießen das Wetter, wir freuen uns. Ich bin eben reichlich beschenkt worden, ist alles toll. Und niemand von uns, auch ich nicht, kommt auf die Idee, dass das von einer Sekunde zur anderen anders sein könnte. Nämlich so, wie es am 6. August in Hiroshima war. Da war so ein tolles Wetter und alle haben sich gefreut. Und plötzlich wurden sie überrascht von einem riesigen hellen Blitz und einer Druckwelle, der sie sich nicht entziehen konnte. Das Szenario will ich jetzt hier nicht aufzeigen, weil das ist ganz schrecklich und das kann ich auch selbst nicht jeden Tag aushalten. Aber ich lese fast jedes Jahr zum Gedenken an Hiroshima am Okaufer. Dort macht das Friedenszentrum und Friedensbündnis immer eine Veranstaltung, 100 Kerzen auf der Oper. Und dann lese ich dort vor. Und meistens eine ganz schlimme Geschichte. Und oft bekomme ich zu hören, Brigitte, das wollen wir nicht mehr hören. Das glaube ich. Ist auch für mich ganz schwer, auch das zu lesen. Weil das geht so unter die Haut, aber wir müssen es hören. Wir müssen es aushalten und wir müssen uns erinnern, was da passiert ist. Und ich habe in der Nacht von Sonntag zu Pfingstmontag ein Buch gelesen. Da habe ich erst gedacht, alles hat in mir geschrien, nein. Dann habe ich gedacht,
ich kapiere das überhaupt nicht, ich kapiere das nie. Und am Ende des Buches habe ich so eine vage Vorstellung gehabt, dass ich doch kapieren könnte. Und dann habe ich sehr wild, sehr kurz und sehr wild geträumt und am nächsten Tag wusste ich, und das ist mein Weg. Und ich habe mir den ersten Schritt, der nötig ist, um das durchzusetzen, aufgeschrieben. Und den lese ich vor. Aber es ist nicht so angenehm, weil es fängt bei mir an. Ich muss alles, was ich in der Welt haben will und von meinen Freunden, Bekannten, Ehemann haben will, das muss ich zuerst selber machen. So, und meine Entscheidung ist folgende. Ich entscheide mich, mein Leben, einem Leben des Friedens, der Freude und der Zufriedenheit zu machen. Ich bin bereit, zu einer Frau, Mann des Friedens und der Freude zu werden. In Frieden und Harmonie mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen und dem Leben. Und erst wenn ich das gemacht habe, kann ich auch den Frieden in die Welt tragen. Das geht nicht per Knopfdruck. Das ist ein Lebensprozess. Und jetzt, nachdem ich das entschieden habe und schon in mehreren Gruppen angesprochen habe, stelle ich fest, ich mache das schon ganz lange. Nicht überall, aber immer an verschiedenen Stellen. Indem ich einfach, mir ist etwas klar geworden, wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, dann bin ich Ankläger und Richter und sage, du da mit der gelben Weste, so, nimmst du mir nicht übel, ne? Ist jetzt hier nur ein Beispiel. So, und was mir nicht klar war bis dahin, wenn ich das mache, bin ich auch gleichzeitig Opfer. Weil ich gebe zu, dass ich unter dem Anblick dieser gelben Weste leide. Und ich will kein Opfer sein. Das ist der Punkt. Und deshalb möchte ich niemanden mehr anklagen und schon gar nicht richten. Ich kann Dinge aufzeigen, das ist wichtig. Ich kann sagen, hier, da ist eine gelbe Weste, die ist sehr auffällig. So, soll sie ja wohl auch sein. Aber das nur als Beispiel, wie ich das anders machen kann, ohne Anklage, ohne zu richten. Dann bin ich auch nicht Opfer. Und es gehört Empathie dazu. Das heißt, ich muss gucken, was steckt dahinter. Wenn ich an meine Sozialisation denke, also an meine Entwicklung in meiner Lebensgeschichte, dann muss ich feststellen, meine Eltern haben unter Hitler gelebt, in jungen Jahren. Und so waren deren Verhaltensweisen. Das hat mich lange sehr wütend gemacht, weil sie die an mich weitergegeben haben. Und heute, schon etwas länger, verzeihe ich ihnen das. Und ich denke mal, jeder hier von uns, ich sag mal von mir, ich mache es jeden Tag so gut, wie ich es kann. Und das heißt nicht, dass ich es morgen nicht besser machen kann. Und ich möchte auch mit mir nicht mehr mit dem erhobenen Zeigefinger, mach ich, konnte ich gut, Brigitte, du Blöde, und warum hast du da einen Fehler gemacht und dies und jenes und jetzt hast du schon wieder 10 Kilo zugenommen, naja, macht nichts, die schönen Dicken. So, einfach mich selber so zu lieben, wie ich bin, mit Fehlern, mit meinen Schwächen. Es gibt keine Menschen ohne Fehler und ohne Schwächen. Und das ist der Weg und das muss ich mir jeden Tag bewusst werden. Und das bitte ich auch, dass sie hier das alle macht. Und darüber können wir uns ja gleich mal unterhalten. Ich muss mal eben hier meinen Text, und ich habe noch einen kurzen Text. Ach, dieser Text war übrigens von Hubert Betz aus dem Buch Jetzt reicht's mir, Seite 26, die letzten 7 Zeilen. Zu lange? Okay, dann höre ich jetzt auf. Helmut sagt, es ist zu lange. Ich habe dann nachher vielleicht noch mal Gelegenheit. Ich habe noch einen kurzen Text. Ja, ich danke, dass ihr zugehört habt. Wer möchte? Ich habe mir auch tatsächlich einige Gedanken gemacht. Und zwar hatte Michael Köllisch, der hat ja in der letzten Woche seine Beschämung darüber geäußert, dass in unserer Gesellschaft, die ja, man sieht es hier auf dem Kohlmarkt, unermesslich reich ist, dass es trotzdem Menschen gibt, die halt Pfandflaschen unterwegs sind und sozusagen ihren kargen Lebensstil damit aufbessern müssen.
wichtig ist mir zu betonen, dass das natürlich zusammengehört. Also reich und arm gehört zusammen. Also es kann nur Arme geben, wenn es Leute gibt, die reich sind. Und das ist eine Frage der Verteilung. Und man muss hinweisen auf dieses neoliberale Modell, dem wir seit ungefähr 30 Jahren unterliegen. Und in dem wird ja deutlich, wie sozusagen eine Reduzierung der Einkommensteuer oder Abschaffung der Einkommensteuer, eine Reduzierung der Abschaffung der Vermögenssteuer, Reduzierung der Einkommensteuer, Absenkung der Kapitalertragssteuer und eine Anhebung der Verbrauchssteuern, eine wirklich verbrecherische Veränderung der Verteilung der Vermögen bewirkt hat, die dann benutzt wird, um zum Beispiel die Rüstung zu finanzieren, uns zum, wie nennt man das, Exportweltmeister machen, auch ein sehr fragwürdiger Begriff, den man trefflich hinterfragen kann. Mir ist nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Verschlechterung der Daseinsvorsorge, die ja hier über der BIP dauernd angeprangert wird, die Verschlechterung der Bedingungen in den Altenheimen, dass die Altenpfleger und Krankenschwestern, dass die extrem schlecht bezahlt werden und wirklich über das Maße belastet werden, dass das einfach auch zusammengedacht werden muss. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und auf einen Punkt möchte ich auch noch hinweisen. Im Augenblick ist ja, jährt sich ja der Beginn des 30-jährigen Krieges zum 400. Mal. Ist ja sehr intensiv in den, wird intensiv in den Medien besprochen. Das war ja der erste, also auf Deutschland bezogen, wirklich absolut brutalste und schlimmste Krieg, der bis dato in der Welt passiert ist. Hat ja dann auch zu dem Westfälischen Frieden geführt, was eine Folge von diesen unendlichen Massakern und dem unendlichen Leiden der Bevölkerung war, was damals stattgefunden hat hier in Deutschland. Und auch damals war es schon so, dass die armen und abhängigen Schichten die Kriege finanziert haben, in denen sie anschließend ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben und ihre Gesundheit zerstört worden ist. Das ist eine Situation, die sich heute, 400 Jahre später, in keiner Weise unterscheidet von den damaligen Bedingungen. Der Trump hat ja sozusagen ein bisschen die Sache auf die Spitze getrieben. Er hat das Paris-Abkommen blockiert oder abgesagt. Er hat das Iran-Abkommen gekündigt, das heißt, er will einen Krieg gegen Iran führen. Ja, und das Atomverbotsabkommen hat er sowieso abgesagt. Also von daher hat er schon drei Verbrechen begangen, an denen wir uns bisher nur an einem beteiligt haben, nämlich dass wir auf das Atomverbotsabkommen nicht, also wir als Deutsche haben uns auch an diesem Verbrechen beteiligt, dass wir dieses nicht abschließen wollen. Es wird jetzt Zeit, dass wir das mal langsam tun. Und er hat jetzt letztlich auch dieses Gespräch mit Kim abgesagt, also mit Kim, dass er vorhatte, eine Friedensgeschichte zu machen, indem er sich erstmal mit dem Nordkoreaner kräftig gezofft hat. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt hat er dadurch, durch diese kräftigen Drohungen, hat er es geschafft, dass er einen Frieden hinbekommen hat. Jetzt hat er plötzlich wieder gesagt, nein, und ja, also es geht hin und her. Ist noch nicht mal so schlimm, sondern das Schlimme ist halt diese Kriegsbereitschaft und dieses Festhalten an den Atomwaffen. Das ist wirklich eine schlimme Sache. Gut, und ansonsten ist es natürlich so, dass wir halt viel zu viel für die Rüstung ausgeben und dass das also nicht das Abrüsten statt Aufrüsten, also dass wir nicht 2% unseres Bruttosozialproduktes, sondern nur vielleicht nur 0,1 statt 1% unseres Bruttosozialproduktes für Verteidigung. Also wir sollten jedenfalls nur für reine Verteidigung und nicht für Angriffe. Also das ist natürlich eine Riesenschweinerei. Gut, jetzt vielleicht, ja, okay. Ja, so mal ein anderes Thema.
Also Privatisierung, Antiprivatisierung war wohl vorhin nicht so der Renner, aber wir bleiben trotzdem dran. Das ist ja auch sehr speziell. Ich werde aber hier mal wieder gefragt, also wirklich anderes Thema, die Frage der Atomenergie. Das heißt, wir haben ja hier in Braunschweig die rund um die Atomläger Abfall. Wir haben heute die BGE, das ist die Nachfolgegesellschaft vom Bundesamt für Strahlenschutz hier auf dem Kohlmarkt. Wir haben dort einen Stand aufgebaut, ich war dort gerade da. Es geht letztlich darum, was passiert mit Eckart und Ziegler. Das interessiert zunehmend Leute hier am Informationsstand. Also die Sachlage ist die, dass Eckart und Ziegler einen Bauantrag gestellt hat. Sie wollen eine große Halle zum Konditionieren von Atommüll dort oben neben dem Kanal, neben der Schule, neben dem Kindergarten, neben dem größten Schulzentrum inmitten eines Wohngebietes unbedingt durchsetzen. Dadurch, dass die Bürgerinitiative Strahlenschutz aber jetzt jede Menge Vorarbeit geleistet hat. Ihr seht ja auch überall die Stresstests, wie gefährlich ist diese Frage der entweichenden Stoffe, wie es im November ja gerade passiert ist. Da wurde ja 40 Milliliter Jod 131 verschüttet. Das ist also nicht ganz ohne. Und deswegen arbeitet die Bürgerinitiative und hat es jetzt erreicht, dass Eckart und Ziegler erstmal nicht einfach bauen können, sondern die müssen jetzt tatsächlich, wie wir schon die ganze Zeit auch fordern von den Bürgerinitiativen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Die letzten Jahre haben wir das ja leider nicht durchsetzen können bei der Landesregierung, die war rot-grün. Nun sind wir guter Hoffnung, dass wir unter der rot-schwarzen Landesregierung etwas weiterkommen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Auflage, die jetzt Eckart und Ziegler gestellt wurde, nämlich die Umweltverträglichkeitsprüfung, führt dazu, dass sie nicht nachweisen können, dass das Ganze, was sie da machen, nicht gefährlich ist. Denn bislang haben sie behauptet, die Gefährlichkeit endet 24 Meter von ihrem Zaun entfernt, das heißt just vor dem ersten Wohnhaus am Bordstein. Da ist die Gefährdungszone beendet. Die Bürgerinitiative hat das nachgerechnet und hat nachgewiesen, hier auch mit einem sogenannten Stresstest, der ist hier erhältlich, dass die Gefährlichkeitszone mit den offiziellen Zahlen, das sind immer, also auch immer Annahmen schon, wo nur ein Bruchteil mit berücksichtigt wird, dass diese Gefährdungszone jetzt schon endet oder reichen würde bis hinter Wolfenbüttel zum Beispiel von dort oder entsprechend rundherum in den Landkreis Gifhorn oder Peine und so weiter. Das ist der sogenannte Stresstest. Das heißt, Eckart und Ziegler ist im Moment blockiert, sie kommen nicht weiter. Die Stadt unterliegt zwar vor Gericht immer, die Gerichte sind immer sehr großzügig gegenüber Eckart und Ziegler, aber ich glaube, die wohnen da auch nicht da oben oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, das nächste Thema wäre interkommunales Gewerbegebiet, hat auch eventuell was mit Atom zu tun. Auch da sieht es ja so aus, dass dieser Übergabebahnhof Beddingen demnächst avancieren könnte zu der Kernzelle für ein großes Übergabezentrum, Eingangslager für Schacht Konrad. Auch da mischen sich Bürgerinitiativen ein. Wir haben da die Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad. Wir haben dann natürlich auch noch Asse, dazu will ich jetzt aber nichts sagen. Ja, also so viel zum Überblick. Wir haben jede Menge Materialien zu all diesen Fragen. Interkommunales Gewerbegebiet, aber auch Eckart und Ziegler, aber auch Schacht Konrad, aber auch Asse. Und die Zusammenhänge, wer hat wo die Aktien im Spiel, hat die Transportlizenz wirklich die Firma Eckart und Ziegler schon exklusiv bekommen. Wir haben Unterlagen, die das besagen, wo Eckart und Ziegler nämlich an der Börse damit Reklame macht. Wir sind die Entsorgungsfirma und wir haben die einzige nutzbare Atomkippe, nämlich Schacht Konrad. Und deswegen haben sie sich lizenzieren lassen, einen sogenannten Konrad-Container. Damit machen sie Reklame und sammeln Geld ein, bundesweit an der Börse oder sogar international, als die Atomfirma schlechthin. Und wenn ihr jetzt fragt, wo hat denn überhaupt Eckart und Ziegler die Genehmigung, mit solchen Stoffen umzugehen? Die Firma hat diese Umgangsgenehmigung nur in Braunschweig. Nur in Braunschweig. Das heißt, alles, womit die protzen, wenn die damit durchkommen, läuft auf Braunschweig zu. Das muss jedem klar sein. So, und nach diesem Schreck können wir dann gerne noch mal eine Runde machen zu Krieg und Frieden. Das ist ja die andere Atomfront, die wir hier eventuell haben.
Aber denkt dran, entscheidend ist, dass nicht noch mehr Atommüll produziert wird auch. Denn je mehr Atommüll, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir den ganzen Dreck hier in Braunschweig und rund um Braunschweig abbekommen. Es ist so, dass die Energieversorger, BS Energy und in Salzgitter die Wasserenergieversorgung Salzgitter, dass die beide dort ihren Kunden Atomstrom untermischen. Ihr hört richtig, Atomstrom untermischen. In Salzgitter sogar 38,1%. Das heißt, obwohl die Leute das gar nicht wollen und dort auch kein Atomkraftwerk steht, wird von großen Konzernen, von E.ON, die betreiben Atomkraftwerke, deren Dreckstrom, sage ich mal, Kohlestrom und Atomstrom aufgekauft und hier den Kunden untergemischt. Dazu haben wir was in der letzten Zeitung, hier in der neuesten. Wir haben nämlich den Oberbürgermeister dazu befragt. Mit sehr erstaunlichen Ergebnissen. Den Klingelbeil. Wir haben auch in Braunschweig den Oberbürgermeister befragt, denn auch Braunschweig hat immer noch 20% Atomstrom, kriegt er hier geliefert, obwohl wir gar kein Atomkraftwerk haben. Das beruht darauf, dass hier seinerzeit 2004 ein langjähriger Lieferungsvertrag gemacht wurde mit E.ON. Die achtfache Menge, die man in Braunschweig überhaupt braucht, wird eingekauft und muss wieder verkauft werden. Kein Mensch außerhalb Braunschweig lässt sich diesen Atomstrom gerne untermischen. Wir sind da noch ein bisschen bösbackig und lassen das zu. Aber BS Energy hat Probleme, den Strom, den sie kauft, für einen bestimmten Preis wieder loszuwerden. So, wir kommen jetzt zum Schluss. Genau, schön, dass du den Veranstalter hier ermahnst. Schönen Dank. Ja, gerne. Also wir haben jede Menge Thema rund um Atom und wer noch Informationen braucht, gerne hier am Informationsstand. So, Helmut, jetzt darfst du hier als Krieg und Frieden-Beauftragter nochmal genau. Eine Stelle ziehen. Genau. Dieses Thema wollte ich nochmal ansprechen. Also wir sind ja heute ein bisschen wenig bisher. Ich wollte nochmal fragen, würdest du vielleicht nochmal ein bisschen was sagen, Marc? Okay, also von daher noch ein bisschen kurze Beiträge sozusagen. Okay. Ja, ich bin auch gekommen. Ja, unsere Gesellschaft ist schon wie Gott, ne? Wir wollen ganz viel Geld ausgeben für Rüstung, um Frieden zu exportieren. Ne? Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Ne? Jede Rakete im Grunde ist mit den Friedensflaggen wahrscheinlich gezeichnet außen. Ne? Und dann kommt der Frieden an auf der anderen Seite. Gefällt mir gar nicht. Ja, wir führen einen Angriffskrieg nach dem anderen. Und worum geht's? Ja, es geht um Erdöl, Erdgas. Wir sind süchtig. Ja, jedes Jahr etliche Tanker. Und natürlich auch die Kriegsindustrie, die braucht auch ganz viel Erdöl. Ich mutmaße ja, dass der Anstieg des Erdölpreises jetzt in der letzten Zeit damit zusammenhängt, dass wieder einige Leute ihre Kriegsschiffe voll tanken. Weil man muss ja den Krieg gegen den Iran führen demnächst. Das kann alles böse enden. Ja, Peacekeeping Operations heißt das, anstatt wir führen Krieg. Ja, wir gehen Verletzungen der UN-Charta in vielen Stellen. Wir schicken zum Beispiel Raketen nach Syrien, weil dort ein Giftgasanschlag potenziell vielleicht auch nicht stattgefunden hat. Genauso wie vielleicht der Skripal irgendwie vergiftet worden ist von irgendwelchen russischen Stoffen. Also gut, also wir fliegen dann nach Syrien mit diesen Raketen, 103 Stück, und wir behaupten, das dürfte man. Ja? Das ist aber eine Lüge. Das dürfen wir nicht. Das ist verstößt gegen das UN-Gebot, dass man andere Länder nicht angreifen darf und so weiter. Es gibt dafür keine Rechtfertigung. Und dann fliegen diese Raketen und sie sollen einschlagen in potenzielle Chemiewaffenfabriken der Syrer. Ja? Wie geil ist denn das? Wir bombardieren Chemiewaffenfabriken irgendwo in der Welt und wenn die dann so explodieren, dann werden da keine chemischen Stoffe freigesetzt. Ja? Wir begehen also Umweltsünden, Verbrechen gegen Menschlichkeit, Verstoßen gegen UN-Charta und das ist alles unsere Friedenspolitik. Ja, weil der Assad oder andere Leute, die uns nicht gefallen,
weil sie uns nicht ihr Erdöl geben oder andere Dinge weg müssen. Ja. Mir fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Ich gebe dann mal die Brigitte weiter. Dankeschön, Marc. Ja. Also wir haben hier dieses gegen Atomwaffenverbot. Das schon mal ganz gut. Das war auch schon mal ganz gut. Ja. Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Einige habe ich schon begrüßt, einige noch nicht. Deshalb sage ich das hier nochmal. Mein Name ist Brigitte Konstein-Gülde und Helmut hat gesagt, ich darf jetzt die nächste Portion hier laut verlängern geben. Ich habe möchte erst mal sagen, ich habe hier eben Flyer verteilt, weil heute ist es richtig gut gelaufen, bin die ganz schnell losgeworden. Das ist nicht selbstverständlich. So, ich spreche jeden persönlich an und ich habe mehrere positive Rückmeldungen erhalten. Nämlich, es ist gut, was Sie hier machen, finde ich wichtig. Aber gerade sagte mir eine Frau, wissen Sie, ich bin dann und dann geboren, ich habe Mann und Sohn im Krieg verloren, ich will hier heute die Sonne genießen. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt fast hinterherrufen, weil sie schnell weitergeht. Genau aus diesem Grunde stehen wir hier. Dass wir weiterhin angstfrei und ohne Bedrohung die Sonne genießen können. Und wir haben eben ganz viel gehört über Zahlen und Atomwaffen und Atomlager. Das überlasse ich meinen Miterrednerinnen und Rednern. Die können das nämlich besser als ich. Und ich bin im Moment auf der Schiene, ich muss bei mir selber anfangen. Das, was ich in der Welt verändern will, das muss ich bei mir selber ändern. Ich habe vorhin einen Text vorgelesen, den kann ich noch nicht auswählen. Ich werde ja sonst immer ohne Manuskript. Und dies, das ist ein ganz kleiner Text, den kann ich auch nicht auswendig. Aber er hat es in sich. Und ich bitte Sie, vielleicht schaffe ich das nächste Mal, das auch schriftlich hier vorzuhalten, dass ich das verteilen kann. Jede Begegnung mit jedem Menschen ist ein Geschenk. Der Mensch dir gegenüber bist du. Nur in anderer Haut. Sehnsüchten, Wünschen, Ängsten und ähnlichen Schutzmauern wie du. Beschenke dich mit dir selbst, schenke dir deine volle Aufmerksamkeit und schenke dir endlich den Frieden, der hinter allen Kämpfen liegt. Der Verfasser ist unbekannt. Das heißt, ich vermute, wer es ist, aber da das nicht unterschiedlich ist, kann ich es ja nicht sagen. Das ist ein Text, der es sehr in sich hält und beinhaltet das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich mit dem Finger auf einen anderen zeige, also ich, und sage, der redet aber viel, dann muss ich bei mir gucken. Ich rede auch viel. Und schon muss ich den nicht mehr verurteilen, kann Verständnis haben, kann ihm vielleicht freundlich sein, nicht so lange wie der Helmut vorhin bei mir auch getan hat. Und das gilt für alles. Alles, was wir beim anderen Menschen erkennen, ist unser eigenes. Und deshalb muss ich dahin gucken. Und das schafft Frieden langfristig. Es geht nicht per Knopfdruck, das würde ich natürlich gerne wollen. Ne? Hier ist ein großer Knopf und dann funktioniert das alles. So, aber das ist nicht so. Es ist ein Lebensprogramm. Aber ich kann jeden Tag dazu beitragen und das möchte ich. Das wünsche ich mir von Ihnen hier auch, dass Sie anfangen umzudenken. Dankeschön. Ja, hallo. Ich bin immer noch Michael Kölle. Hi. Ich wollte noch mal etwas sagen über über den Zustand unserer Demokratie, unserer repräsentativen Demokratie, die uns, so wie es scheint, nicht mehr viel länger vor Kriegen schützen kann. Im Gegenteil, die so ein bisschen in Richtung Krieg tendiert. Man hat das Gefühl, dass die meisten Leute, wie Brigitte ja eben auch schon gesagt hat, dass die meisten Leute eigentlich Frieden wollen. Wollen in der Sonne sitzen, wollen ihrem Leben nachgehen,
die anderen Menschen in Frieden lassen und selber auch in Frieden leben gelassen werden. In Umfragen zeigt sich auch immer wieder, trotz der ganzen medialen Kriegstreiberei, dass um die 80% der Leute keinen Krieg mit zum Beispiel Russland oder Iran wünschen. Nun ist es so, dass wenn wir wählen gehen, greifen wir ja nicht direkt in die Staatsgeschäfte ein, sondern wir wählen Leute, die für uns das regeln sollen. Also unsere Repräsentanten. Wir geben unsere Stimme ab und unsere Repräsentanten ziehen dann in den Bundestag ein und machen genau das Gegenteil von dem, so kommt es einem manchmal vor, als sie uns vorher gesagt haben. Man ist zum Beispiel für Frieden, wählt die Grünen in den 90er Jahren und was passiert? Als erstes greift unser Land mal wieder ein anderes Land an, führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. Man ist für Soziales, wählt die SPD und was passiert? Es wird Hartz IV eingeführt, was den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa eröffnet. In unserem Land, was ja zu schlecht nicht dasteht. Und das kann irgendwie nicht richtig sein, dass unsere Repräsentanten, wenn sie erstmal gewählt machen und scheinbar ihrem Gewissen, möglicherweise auch ihren Lobbyisten verantwortlich sind und irgendetwas machen, was man überhaupt nicht möchte. Dafür wäre eine Dosis mehr direkte Demokratie gut, so wie es in der Schweiz gemacht wird. Es gibt da neuerdings auch eine App, die man auf sein Handy laden kann, auf der Seite Democracy, also das englische Wort für Demokratie, democracy-deutschland.de. Und das ist eine App, bei der man über die anstehenden Bundestagsabstimmungen informiert wird und in der App darüber abstimmen kann. Das hat natürlich keine bindende Wirkung. Aber man sieht, was die Leute abstimmen würden. Und man sieht im Gegenzug dazu auch, was der Bundestag so weiter dann abgestimmt hat, was der abgestimmt hat. So wie bei Abgeordnetenwatch. Solange es weniger Leute auf der App sind, nützt das vielleicht nicht viel. Macht zwar Spaß, aber gut. Wenn da aber vielleicht erstmal 20 oder 30 Millionen Leute mit der App abstimmen, wird man möglicherweise sehr schnell sehen, wie weit das, was das Volk will und das, was die Abgeordneten abstimmen, auseinanderklafft. So, willst du nochmal? Willst du nochmal oder wollen wir Ausschluss machen? Ja, wir hatten ja den Tag des Grundgesetzes am 23. vorgestern. 23. Mai wurde 1949. Das heißt, es war nicht genau 70 Jahre, sondern 59 Jahre, wurde das Grundgesetz geschaffen. Und das wurde gefeiert vor dem Rathaus, in vielen Städten auch in Fahnen und mit Verteilung des Grundgesetzes. Da haben wir natürlich seitens der Bürgerinitiativen auch vertreten, aber wir haben auch ein Modell, wie die Demokratie funktioniert, nämlich direkt, indem die Bürgerinnen und Bürger sich einmischen. Das geht doch ohne Parteien übrigens. Das geht ohne Parteien. Wir sind keine Parteien. Wir haben nicht mal eine Satzung. Wir sind eine reine Bürgerinitiative. Und wir haben so auf diese Art und Weise viele Bürgerinitiativen in Braunschweig, die sich gebildet haben und hier mitmischen in der Politik. Das geht. Wir haben sogar mit Einzelkandidaten einer Bundestagswahl teilgenommen. Auch das geht als Direktkandidaten. Das heißt, die Demokratie ist lebendiger, wenn man sie lebendig macht, wenn man sie einfach als das eigene ansieht und sich einmischt für Umwelt, für Frieden, für Daseinsvorsorge und für ein gedeihliches Zusammenleben der Menschen, egal wo sie herkommen. So, das nur nochmal als kurzer Hinweis. Und Helmut möchte jetzt nochmal einen Abschluss machen. Ja. Okay. Ja, ich denke, das war's für heute. Also, heute war wieder schönes Wetter, schöne Beiträge und wir waren ein bisschen wenig, aber zumindest eine sehr erfreuliche Geschichte. Wir treffen uns nächsten Samstag wieder um 11 Uhr hier auf dieser gleichen Stelle, gleiche Welle sozusagen. Und mal schauen, ob es noch ein bisschen was, ob euch auch noch was einfällt, ob euch noch welche Leute einfallen, die ihr dazu einladen könnt. Oder irgendwelche Leute, vielleicht jemand, der ein Lied singt, wie die Heide, die vorletzte Mal ein Lied gesungen hat. Also das wäre so kurze Geschichten.
dass man halt so ein bisschen die Sache bunter macht. Das wäre vielleicht eine schöne Sache. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.